Yo, Leute, willkommen zu einem weiteren neuen Vlog. Ich war letztens in Afrika und habe dort einfach eine so coole Zeit gehabt. Und natürlich habe ich für euch einiges gefilmt. Und das alles wollte ich euch heute zeigen in diesem kleinen Afrika-Vlog. Viel Spaß, let's go. Yo, Leute, wir machen einen neuen, coolen, kleinen Vlog und das wird nice, denn wir fliegen nach Afrika. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Stuff dabei, der kommt jetzt mit nach Afrika. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr crazy, sehr, sehr nice. Bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, dann ab nach Afrika. Let's go. Hat mir hier noch was zu fressen gezogen. Ist das überhaupt richtig? Einmal leider. Was? Da ist doch gar nichts, oder? Guck doch mal oben, Junge. Achso. Tja, das war's. Ich habe mir noch was zu essen gezogen. Roman hat sich ein Nackenkissen gezogen. Oh, nice. Yeah. Sieht aus, als hättest du so einen Unfall gehabt mit so einer Halskrause, weißt du? Oh yeah. Ich kann meinen Hals nicht mehr halten. Ich kann meinen Hals nicht mehr halten. Mein Kopf ist so schwer. Der ist so voll. Sitz auf 16C, wir sitzen gar nicht zusammen, gell? Keine Ahnung. Ich guck so auf die Wurst, gell? Nein, Mann, wir sitzen nicht zusammen. Willst du ein bisschen? Let's go, Leute, let's go. Was hast du versteckt? Klauen mit Roman. How to klauen. Ja, nicht schlecht. Ich will mir jetzt auch so ein Kissen des Nackens holen, Mann. Roman, du hast so ein richtig nices. Ja, hör jetzt auf, da durchzulaufen. Jetzt kommt da jemand. Wir kriegen jetzt richtig Ärger. Ist das irgendwas im Rucksack? Guck. Ja, ist ein. So, jeder hält einfach drauf. Ich will mir eigentlich irgendwas kaufen. Wow. Ey, ich glaube, das kaufe ich mir jetzt. So eine Retro-Gaming-Konsole. Alter, ein Zwanni. Ich kaufe mir jetzt das Ding da. Ey, Roman, lass das mal holen. Denkt ihr, das ist gut? Nee, ne? Hol dir ein Nackenkissen, Mann. Ich will auch eins haben. Und ich will das da. Oh, da ist es. Ich habe es gefunden. Ja, wenn du den kaufst, teilst du dann auch. Für 5 Euro die Stunde kann ich mit dir teilen, wenn du willst. Der ist halt nur rot, Mann. Das Rot ist aber... Na, das Rot... Rot ist cool, okay. Ich kaufe das Ding jetzt. Guck mal, hier ist so ein... Willst du das haben? Control Car. Ich kann dir das holen, wenn du willst. Car to play. Das ist einfach so eine Dose, gell? Guck mal. Ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall das Ding hier. Mal gucken, ob das das Geld wert ist. Checken wir das mal aus. Das ist eine 20-Dollar-Pizza. Roman sieht richtig glücklich aus. Wir sind einfach über 20 Stunden nach Afrika geflogen, aber zum Glück habe ich mir dieses Ding da gekauft. Wow, das Ding ist wirklich Schrott. Aber wisst ihr, was nicht Schrott ist? Afrika! Wow! Hier gibt es so verschiedene Spiele. Ich glaube, ich spiele mal Fireball. Das ist richtig spielen, vor diese Tasten einfach. Ich spiele jetzt Fireball. Ich mal eine Runde zocken. Absichtlich. Game Over heißt, dass das Spiel zu Ende ist, dass ich durchgespielt habe. Über den Beat. Sie ist ein nerviges Kind. Du wolltest doch spielen, Alter. Wenn das nicht nervt, ey. Das nervt. Gut. Hier geht's auch ein bisschen leiser. Aber auch lauter. Das funktioniert einfach nicht mehr. Angekommen und ist auf jeden Fall was ganz anderes, weil wir hier einfach auf der linken Seite fahren. Checkt es mal aus. Und Leute, checkt mal bitte mein Hotelzimmer ab. Wie cool ist das denn? Was geht? Ich zeig mal ganz kurz mein Zimmer, mein Aufenthaltszimmer hier. Es ist einfach so crazy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so unfassbar groß. Ich habe hier auch noch einen Kühlschrank mit noch Stuff drin und so. Hier ist ein... Laufen die ganze Zeit Leute lang. Ist so crazy. So, dann habe ich hier ein riesengroßes Bett einfach. Da sind so ein paar Sachen. Eine riesengroße Flasche Wasser einfach. Hier so Fliegennetz und sowas. Anscheinend braucht man das hier. Man hört auch die ganze Zeit die Grillen draußen zirpen. Ich habe schon eben versucht, das Fenster zuzumachen, aber das geht irgendwie nicht. Man hört die ganze Zeit. Psst, die hört nicht auf. Keine Ahnung, wie das hier zugeht. Naja. Auf jeden Fall Fernseher. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Hier ist das Badezimmer. Man hört die ganze Zeit dieses Grillenzirpen. Hier Klopapier, wichtig. Eben schon mal so ein bisschen das Gesicht gewaschen hier. Eine Badewanne, eine fette Dusche. Das ist so krass riesig für eine Person. Guck, hier ist sogar ein L für Lars, weil die wussten, dass ich komme. Nein, Spaß. Weil das Hotel mit L anfängt, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Ja, Mann,
Das ist so überkrass. Oh mein Gott. Also ich glaube, das ist so mit in dem heftigsten Hotelzimmer, in dem ich jemals gewesen bin. For real. Ich weiß nicht, ob das so krass rüberkommt, aber es ist nice. Was geht? Oh, was geht ab, Leute? Ganz kurz. Ich wollte euch was zeigen, was hier die ganze Zeit vor meiner Tür rumkauert. Das ist eine Riesenameise. Wartet mal ganz kurz. Ich will nur ganz kurz checken, ob das Ding hier reinkommen kann. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass hier gleich eine Riesenameise drin ist. Ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen. Da ist sie. Oh mein Gott, wartet. Checkt's aus, wie groß sie ist. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so riesig aussieht, aber ich schwör's euch. Guck mal im Vergleich zu meiner Hand. Die ist so groß, Alter. Die hat sich auch gerade einfach... Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Die stellt sich auch so richtig gegen einen auf irgendwie. Übel crazy. Naja, das wollte ich kurz gezeigt haben. Was haben wir hier? Irgendein anderes Käferchen. Ich geh jetzt pennen. Macht, Leute. Und dann ging es auch schon los zur Schuleröffnung. Falls ihr mehr über diese Schuleröffnung erfahren möchtet, Leute, kann ich euch das Video von Roman empfehlen. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall auch mega, mega cool geworden. Und ansonsten, Leute, checkt mal aus, wie cool es dort aussieht. Es ist so unglaublich heiß gewesen. Aber das hat uns natürlich nicht davon abgehalten, Spaß zu haben und ein bisschen mit den Kids Fußball zu spielen. Und es ist so unfassbar warm, Mann. Es ist so unfassbar warm. Die einfach alle winken. Und hin und wieder kamen auch einfach mal ein paar Kühe vorbeigelaufen. Wir kriegen noch einen mit nach Hause für euch, Leute. Was geht hier ab, Mann? Wir bauen einfach eine Schule, Mann. Das da ist Mathilda, das da ist Gisela, das da ist Günther, Gustav und das da ist mein guter alter Freund Tobi. Es ist heiß. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr lang, wirklich. Es ist so warm. Ist ja auch warm. Da hinten ist einfach Feuer. Hier wird so eine Schule eröffnet und da hinten brennt's. Guckt euch mal an, wie viele Leute da sind. Wow! Oh mein Gott, es ist so verrückt, wie viele Leute da sind. Hallo! Wir haben jetzt hier eine Wand angemalt. Schön. Und zum Schluss der Einweihungsparty durften wir noch mal einen Einblick haben in einen afrikanischen Traditionstanz. Und Leute, checkt das unbedingt selbst aus. Es war einfach mega crazy. Am nächsten Tag sind wir auf eine echte Safari gegangen und wir haben mega, mega viele unterschiedliche Tiere gesehen. Was geht ab, Leute? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber wir machen jetzt gleich eine Safari und da ist unser Safari-Auto. Da gehen wir jetzt rein und fahren einfach los, wilde Tiere anschauen. Alter, crazy. Wir machen jetzt die Safari, Leute. Das war sehr, sehr nice. Was sagst du? Ich sage, das ist eine unglaubliche Aktivität. Das ist toll. Ja, es wird auch auf jeden Fall spannend. Ich hoffe mal, dass wir irgendwas Krasses sehen. Dort sind ein paar Gazellen. Wie nah wir da dran sind einfach. Die interessiert es nicht irgendwie, dass wir hier sind. Irgendwie chillen wir hier. Also wir wissen jetzt auch, wie die heißen. Hier Impala heißen die. Impala heißen. Das ist auch wichtig. Müssen wir wissen, Leute, hier. Mal gucken, was wir noch finden. Oh. Alter, wie süß. Alter, die rennen so richtig schnell. Aber das sind die Boys, ne? Ohne Hörner. Die haben seine Nasenlöcher an. Ja, aber ohne die Hörner sind die Jungs, ne? Ja, ohne Hörner sind die Jungs, glaube ich. Without horns, it was a boy. Right? The females. Females are without horns. Yeah, without horns are the females, and with horns are the males. Affe is for monkey, yeah. Monkey, yeah. Yeah. Mm. A baby affe, baby monkey.
Oh, voll krass. Ja, die hängen hier so einfach ab, Mann. Das ist so, wie wir auch chillen lassen. Nur, dass wir keinen Matsch haben, leider. Wohin gehen die jetzt? Hä? Glaubst du, die gehen zu Burger King? Der hat keinen Bock. Der hat echt keinen Bock mehr. Ciao. Tschüss. Eine der größten Gazellen von Afrika wieder vor uns. Und sein Geweih ist absolut riesig, Mann. Das ist abgefahren. Das sind Nilpferde. Oh, ja. Ein Baby schläft da gerade auf dem... Auf der Mutter. Auf der Mutter, ne? Hinten sozusagen. Ist die Binoculars. Ja, die Binoculars. Ah, wir haben doch ein Dings. Wir haben doch dieses... wie heißt das nochmal? Teleskop. Ein Fernglas haben wir. Teleskop, sag ich aber. Ey, das ist das erste Mal, dass ich so ein Fernglas so richtig verwende, Mann. So ernst? Ey, man kann so scharf da. Du musst das verkehrt rumnehmen. Verkehrt rum? Nein, das sehe ich. Ich möchte es nicht kaputt machen. Ich glaube, sowas ist voll teuer, Mann. Oh, warte. Das Baby, ne? Das Baby. Roman, warum bist du im Wasser? Der Wurstbaum. Der Wurstchenbaum, mein Lieblingsbaum, den ich so habe. Und da kann man... can you eat it? Ah, no. No? Schade. It's only baboons, the animals. Yeah, like you see the baboon in the tree there. Da ist sogar ein Affe yeah, in Baum drin. Yeah, he's also eating the same kind of the fruit. Ist denn ein Affe da? Da ist er. Of course, people, they use them like medicine. Und da ist eine Giraffe. Boah. Ich sehe sie kauen. Yeah, of course not that easy to take a photo. Ey, die hat so dicke Backen. Die ist so groß, ey. Die hat so riesige Nasenlöcher. Da ist ein Krokodil. Also, das öffnet tatsächlich den Mund und hat so lange den Mund offen, weil es nämlich Kaltblüter ist. Und deshalb verliert es dadurch die Temperatur, indem es den Mund geöffnet hält. Und deswegen ist es da einfach und hat andauernd den Mund offen. Und als die Safari zu Ende war, waren wir mega traurig, weil wir einfach keinen Elefanten gesehen haben. Doch dann kam aus dem Nichts, als wir gerade am Essen waren, ein Elefant! Da ist er. Nein. Der war gerade am Tanken. Mann. Alter, der kommt hierher. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht überhaupt gerade gut selber filme. Ich glaube schon. Ich frag das, bin ich im Bild? Der wirft einfach so Matsch durch die Gegend. Okay. Ach, der wirft sich mit Schlamm ab. Der soll das nochmal machen. Oh, Alter, wie der sich gönnt. Der hüpft sich auch einfach so selbst. Ja! Alter! Wow! Leute, das war's mit dem kleinen Vlog. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne ein Like da. Falls ihr Bock auf mehr habt, schreibt mal unten in die Kommentare. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Viele Grüße gehen nochmal raus an alle Leute, die ich dort kennengelernt habe. Es war wirklich eine super, super coole Zeit. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, falls ihr noch weitere Videos von Afrika sehen wollt, geht gerne auf den Channel von Roman. Und ja, ansonsten habe ich euch alle anderen Videos unten in die Videobeschreibung gepackt. Und es war einfach super, super cool. Liebe geht raus und auf Wiedersehen. Tschüss.